Herzlich willkommen am Nachmittag bei den Praxistagen. Mein Name ist Michael Valgoni. Ich darf einen Vortrag halten zum Thema Fachkräftemangel, Arbeitskräfteüberlastung, Personalsuche oder Outsourcing. Wie lösen Sie das Problem des technischen Fachkräftemangels in Ihrem Unternehmen? Vielleicht zur Agenda. Ich möchte ein paar Worte zu der Firma EVM berichten, unsere Dienstleistungen, die allgemeine Frage, warum Dienstleister überhaupt und Arten von Personaldienstleistungen. Gemeinsam halte ich den Vortrag mit meinem Kollegen Christian Schön. Guten Grüß Gott und schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Wie besprochen, vielleicht ein paar Worte zu der Firma EVM. EVM steht für Ingenieursdienstleistungen für Verfahrenstechnik und Maschinenbau, Technologie Consulting GmbH, ein sehr sperriges Wort. Die Firma gibt es seit 1979, deshalb war damals dieser Firmenname. Der modernere oder aktuelle Abkürzung steht für uns innovativ, verlässlich und menschlich. Wir haben 4 Niederlassungen, eine in Linz, Graz, Salzburg und Wien. Und wir haben ca. 200 Consultants, sprich 200 Mitarbeiter, die unseren Kunden die Ingenieurdienstleistungen zur Verfügung stellen, beziehungsweise für unsere Kunden die Probleme, der technischen Probleme lösen. Der Hauptschwerpunkt unserer Dienstleistungen ist Software-IT, Elektrotechnik, Maschinenbau, Anlagenbau und Automatisierung, kontinuierliches Management oder auch seit neuesten Commercial- und Finanzdienstleistungen. Da stellen wir unsere Experten den Kunden zur Verfügung, um diese, falls sie die Probleme haben, die ihnen helfen, diese Lösungen mit unseren Mitarbeitern abzuwickeln. Unsere Hauptgeschäftszweige gliedern sich in 3 Teilen. Das eine ist das Personal Placing, für uns genannt Personalvermittlung. Das kennen Sie vielleicht, Personalvermittlung. Das zweite, unser Hauptgeschäftsbereich, ist Arbeitskräfteüberlassung, nennen wir Professional on Demand, sprich Arbeitskräfteüberlassung. Und der dritte Geschäftsbereich bei uns ist Outsourcing, sprich wir lösen technische Probleme unserer Kunden auch bei uns intern mit unserem Personal in unserer Firma selbst. In unserer Firma selbst zum Thema Outsourcing, unser Outsourcing-Produkt nennt sich auch Center of Excellence. Da bieten wir unter anderem 3 verschiedene Bereiche an. Das eine ist Softwareentwicklung für unsere Kunden, sprich IT-Services und Solutions. Das zweite sind Software-Testcenter, wo wir Kunden, Programmierern und Software-Ingenieuren und Softwareunternehmen quasi Tests anbieten, wo wir ihre Software testen und so eine zweite externe Meinung unseren Kunden geben. Und der dritte Geschäftsbereich ist komplette Entwicklung von kompletten Ingenieurdienstleistungen, von kompletten technischen Problemen, Software, Hardware, Komponenten, Produktentwicklung. Egal was, da haben wir Experten, die eben komplette technische Lösungen unseren Kunden anbieten. Kommen wir zu unserem Hauptgeschäftsbereich, nämlich Personaldienstleistungen. Und da gebe ich das weiter, mein Wort weiter an Herrn Christian Schön. Christian. Danke, Michael. Bitte. Ja, seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich jetzt schon mit dem Thema Personaldienstleistungen. Jetzt stellt sich für Sie sicherlich die Frage, warum sollten Sie also mit einem Personaldienstleister zusammenarbeiten? Es gibt vielfältige Antworten dafür, warum Sie dies tun sollten. Eine wichtige Antwort ist, dass Sie keine Zeit für Personalbeschaffungsmaßnahmen aufwenden müssen, was in kleinen und mittleren Unternehmen teilweise ein Problem darstellt, da Führungskräfte vielfältige Aufgaben haben und somit gar nicht die Zeit, sich diesen ganzen Personalbeschaffungsmaßnahmen zu widmen. Was gehört dazu zu diesen Personalbeschaffungsmaßnahmen, bevor Sie überhaupt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in Ihrem Unternehmen begrüßen können? Dazu gehört die Recherche, das aktive Anschreiben von geeigneten Kandidatinnen auf diversen Plattformen, Bewerbungen sichten, das Führen von Vorstellungsgesprächen, die Bearbeitung von Ablehnungen und so weiter. Das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Mit uns als IVM, als Personaldienstleister, bekommen Sie wieder mehr Zeit für Ihr Hauptgeschäft und können sich auf die Dinge konzentrieren, die Ihnen einen Mehrwert für Ihr Unternehmen bringen. 52% der Inhaber eines KMU meinen, dass es schwieriger geworden ist, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Bei Unternehmen mit über 50 Beschäftigten liegt diese Zahl sogar bei 65%. Durch die Pandemie sind natürlich viele arbeitslose Menschen dazugekommen. Aber man muss immer bedenken, arbeitslose Menschen heißt nicht gleich, dass die Qualifikationen, die sie benötigen, ganz einfach auf dem Markt verfügbar sind. Prozesse, Personalvermittlung. Was bedeutet das? Welche Prozesse sind, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, auf Basis Personalvermittlung zu beachten? Wir erstellen mit Ihnen eine eingehende Anforderungsanalyse, wo wir genau besprechen, welches Profil benötigen Sie, was müssen die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter mitbringen, welche Qualifikationen sind für Sie relevant,
Welche Tools sind für Sie relevant? Und dementsprechend gehen wir dann zum zweiten Punkt in die Kandidatensuche. Das heißt, IVM übernimmt die komplette Suche für Sie vom Anschreiben geeigneter Kandidaten und Kandidatinnen bis hin zum Abarbeiten der eingehenden Bewerbungen und so weiter. Die Auswahl und Bewertung dieser Eingänge übernimmt ebenso IVM für Sie. Und wir führen die ersten Gespräche, um die Qualifikationen und das persönliche Skillset, also Soft Skills auch für Sie zu klären, ob diese Personen für Sie und für Ihr Unternehmen interessant sein könnten. Ist dies der Fall, dann bekommen Sie von uns diese Profile übermittelt und Sie sagen uns ganz einfach, wen von den Profilen oder für Sie ansprechend ist und wen Sie kennenlernen möchten. Und IVM übernimmt zu guter Letzt auch noch den Interviewprozess für Sie. Das heißt, wir organisieren die Termine und Sie können sich in aller Ruhe auf Ihr Geschäft konzentrieren und haben nur ein, zwei Gespräche zu führen und können selbst dann entscheiden natürlich, ob Sie diesen Bewerber oder Kandidaten einstellen wollen oder eben auch nicht. Was sind Charakteristika der Personalvermittlung? Ganz einfach, Personalvermittlung kennen Sie wahrscheinlich alle. Der Dienstvertrag wird direkt mit Ihnen, unserem Kunden, geschlossen. Das heißt, Sie einigen sich mit dem Kandidaten auf die monetären Packages wie Gehalt, Provisionen, Dienstauto, Homeoffice-Regelungen und so weiter. Und IVM erhält bei erfolgreicher Besetzung dann eine einmalige Provision als Erfolgshonorar, welches wir mit Ihnen als Kunden einmalig vereinbaren. Die zweite Dienstleistung, die sehr stark im Kommen ist, wenn ich das so ausdrücken darf, ist das Modell der Freelancer. Freelancer bringen einige Vorteile für Ihr Unternehmen mit. Sie sind flexibel, sind selbstständig tätig, haben eine betriebswirtschaftliche Denkweise und müssen von den Skills und vom Auftritt immer up-to-date sein. Freelancer werden nach Stunden, Tags oder Tagsätzen abgerechnet. Das heißt, Sie können fix kalkulieren, was mich dieser Freelancer in der Stunde oder am Tag kostet, weil in diesen Kosten ist schon Urlaub, Krankenstand und so weiter abgebildet. Das heißt, es kommen keine weiteren Kosten auf Sie zu, als diese Stunden, die der Freelancer auch geleistet hat. Es ist auch nicht nötig, einen Freelancer zu kündigen, was natürlich auch Vorteile mit sich bringt. Das heißt, bei Freelancer ist es ganz wichtig, dass das Projekt einen Anfang und ein Ende hat. Ist das Ende erreicht, können Sie selbst entscheiden, ob Sie den Freelancer weiter beauftragen oder ob der Freelancer ganz einfach dann per Zeitablauf bei Ihnen endet. Wichtig zu wissen ist bei Freelancern, dass Freelancer nicht in den Betrieb integriert werden dürfen, weil sie ja auf selbstständiger Basis arbeiten. Das heißt, sie werden nicht gleichgestellt wie das interne Personal. Was bei Freelancern oft positiv ist, dass sie sehr verlässlich sind, weil sie ja auf eigenem Namen und eigene Firma arbeiten. Daher ist ihnen die Reputation sehr wichtig und ein Freelancer wird ihnen im Großteil eine sehr hervorragende Arbeit leisten, weil er ja danach bestrebt ist, dass er eine gute Referenz von ihnen bekommt. Wann eignen sich Freelancer? Freelancer werden oftmals gesucht, wenn es um ganz spezielle Skillsets geht, die man am freien Arbeitsmarkt bei Angestellten kaum oder bis gar nicht findet. Ja, ich darf Ihnen nun unsere Hauptdienstleistung, Arbeitskräfteüberlassung, auch abgekürzt AKÜ genannt, vorstellen. Beim Modell Arbeitskräfteüberlassung gibt es zwei Vertragsverhältnisse. Zum einen hat der Arbeitnehmer mit IVM einen Dienstvertrag und ist bei IVM angestellt. Zum anderen hat IVM mit dem Kunden einen sogenannten Überlastungsvertrag. Wichtig ist, zwischen dem Beschäftigten und dem Kunden besteht kein Vertragsverhältnis, da ja IVM der Dienstgeber ist und somit auch die Gehaltszahlungen des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin übernimmt. Die Verrechnung für unsere Kunden erfolgt in diesem Modell ebenfalls auf Stundenbasis, welche vorab vereinbart wird. Und der Kunde hat Weisungsbefugnis und auch die Fachaufsicht. Es gilt während der Überlassung zum Großteil der Kollektivvertrag des Kunden. Das heißt, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird in die Stammbelegschaft des Kunden übernommen und demnach
gilt der Kollektivvertrag, der beim Kunden vorherrscht, sowie auch etwaige Homeoffice-Regelungen oder Betriebsvereinbarungen, die ebenso dann für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelten. Ja, welche Vorteile hat AKÜ? Da gibt es einige Vorteile, die ich erwähnen möchte, die ganz relevant sind. Oder wozu können Sie auch AKÜ einsetzen? Zum einen für die Abdeckung von Auftragsspitzen. Das heißt, wenn Sie viele Projekte erwarten, können Sie auf dieses Modell zurückgreifen, weil Sie hier sehr flexibel sind und diese Kosten, die Sie in der Arbeitskräfteüberlassung haben, die überlassenen Mitarbeiter eben nicht zur Stammmannschaft zählen und somit auch nicht in Ihrem Headcount-Budget von der HR aufscheinen. Es sind planbare Kosten, das heißt, wie eben vorher erwähnt, es wird nach einem Stundensatz abgerechnet und die Kosten für Urlaub, Krankenstand werden eben auf den Dienstleister, in dem Fall Ihr IVM, ausgelagert und IVM trägt somit das Ausfallsrisiko und zahlt während Urlaub, Krankenstand und so weiter, übernimmt die Lohnfortzahlung und auch die Lohnnebenkosten und so weiter und so fort. Was ein großer Mehrwert der AKÜ ist, ist, dass Sie als Kunde länger überlegen können, ob der Mitarbeiter auch langfristig von den technischen Fähigkeiten bzw. auch von den Soft Skills gut in Ihr Team passt. Und wir nennen das sozusagen, wenn ich das so formulieren darf, eine verlängerte Probezeit. Abschließend darf ich Ihnen noch unser Netzwerk präsentieren. Wie Sie auf der Folie sehen, arbeiten sehr, sehr viele vom kleinen mittelständischen Betrieb bis hin zu großen Konzernen schon jahrelang mit IVM zusammen. Und darauf sind wir stolz, dass wir sehr viele bekannte Kunden und als unsere Kunden zählen, zu unseren Kunden zählen können. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen oder Anfragen steht Michael Welguni, Vertriebsleitung Österreich, und Christian Schön als Regionalleiter gerne zur Verfügung. Dankeschön.